Beim letzten Mal hat sie fast einen Stuhl gebissen. Also die Schmerzen, die müssen schon heftig gewesen sein. Im unteren Rückenbereich ist schon nicht so angenehm. Wenn man da so 2, 3 Stunden sitzt, gerade zum Ende hin, die Haut, die ist irgendwann wund, es wird immer wieder drüber gerieben und das hält man dann irgendwann nicht mehr aus. Hypnose ist eine Art Trancezustand. 4, 3, 2, 1 und die absolute Entspannung. Ganz entspannt. Das ist schon heftig, also Reaktion ist gar keine mehr da. Hat sich als sehr positiv herausgestellt. War gut. Gute Erfahrung. Runter? Genau das gleiche wie Okay. eben. Ich sagte Bescheid und bitte jetzt. So, als ob du guckst, ob da alles. Genau. Unten auch. Auch noch mal wie eben spielen. Und Träger. Und unten. Für sie wahrscheinlich wesentlich einfacher wie sonst. So, die letzten Sitzungen waren schon hart, so nach 3 Stunden. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie das ohne Schmerzen machen kann, so warum nicht? Ausprobieren. Vorstellen schon, ich wollte es ausprobieren. Ich war eine Stunde schon dran. Das Problem war halt, da ich schon eine Stunde dran war, der Körper gewöhnt sich an die Schmerzen und es hat nicht mehr funktioniert. Oder? Beim letzten Mal hat sie fast einen Stuhl gebissen. Also die Schmerzen, die müssen schon heftig gewesen sein. Im unteren Rückenbereich ist schon nicht so angenehm. Also es muss eigentlich nur noch fertiggestellt werden. Die Fenster von dem oberen Teil müssen ausgefüllt werden, ein bisschen nachgestochen, der Totenkopf noch mal nachgestochen. Waren schon einige Sitzungen, die ich da hinter mir habe, wobei die letzte Sitzung wirklich schlimm war. Also gerade hier oben im Halsbereich und hier unten im Rippenbereich, die Schmerzen, die waren doch ziemlich heftig. Also wenn ich damit die Schmerzen umgehen kann, dann bin ich schon relativ dankbar. Der Kojak hatte mir das angeboten und bei den Schmerzen möchte ich das ausprobieren, auf jeden Fall. Mit der Zeit ja. Also wenn man da so 2, 3 Stunden sitzt, gerade zum Ende hin, die Haut, die ist irgendwann wund, es wird immer wieder drüber gerieben und das hält man dann irgendwann nicht mehr aus. Und wenn es jetzt so funktioniert, dann das wäre schon super, wenn es dann fertiggestellt wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich lasse mich mal überraschen. Also ich bin da so ein bisschen hinten nicht hin und her gerissen, aber ich bin halt einfach mal gespannt, wie sich das dann überhaupt anfühlt, ob man wirklich gar keine Schmerzen hat oder leichte Schmerzen, ob das also weniger ist. Ich bin gespannt, was mir da gleich auf mich zukommt. Hi, Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Alles gut? Oh, alles Grüße. gut. Hi, Ja. René. Grüße. Immer Alles alles gut? gut. Ja, Sehr cool. bisschen nervös. Ja, ne, Aber das ist eben ja mal normal. jedes Mal, ne? Zeig mal, was hast du denn So, Schönes? Katja, ich habe so etwas überlegt für dich. Wir haben diese Kirschfenster und wir machen heute ein bisschen so weiterarbeiten. Wir machen wieder Hypnosen, oder? Ja.
Alles klar. Na dann, ich mal alles vorbereiten und du kannst also mit dem Thomas ein bisschen quatschen und dann starten wir, ja? Ja, super. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich überlege, diese ganzen Fenster ein bisschen machen wir Schatten. Das gibt es auch ein bisschen 3D-Dimension. Und dann die Schädel und die Rosen. Rini, was denkst du? Bis jetzt hat es immer gepasst, ne? Ja. Ach, du machst das schon, du hast gut. Wir machen schon. Manche Ornamente können wir integrieren. Und das macht auch ein bisschen diese, also auf jeden Fall die Barock. Ja, und machen wir deinen Geschmack Gotik und Barock ein bisschen harmonieren. Was sagst du, René? Wird auf jeden Fall der Hammer. Ja? Bis jetzt? Bis jetzt sowieso. So, diese 3D-Dimension kommt. Na? Und mit diesem Barock-Motiv, ganzen Ambiance ist besser. Na? Ich finde da also die Komposition. Mir geht's gut. Ich bin ein wenig nervös. Ja, meine Erwartungen sind schon, dass ich das Tätowieren fast schmerzfrei überstehen werde. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Also, ja, nervös, aber auch ja, freudig nervös. Angst nicht wirklich. Ist nicht meine erste Tattoo-Sitzung. Auch keine Angst vor dem Hypnotisieren. Ich bin gespannt. Ich lasse mich da jetzt ganz drauf ein und ja, werde mal sehen, was dann am Ende dabei rumkommt. Ich fühle mich gut. Nervös, vielleicht ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht mein erstes Tattoo oder meine erste Tattoo-Sitzung. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Ich hoffe natürlich, dass es relativ schmerzfrei über die Bühne geht. Mal sehen, ich bin gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Aber dass ich jetzt aufgeregt bin wegen dem Tätowieren oder dem Hypnotisieren, nein. Ich warte mal ab, was jetzt passiert. Hypnose ist eine Art Trancezustand. Na, das heißt, du bekommst von der ersten bis zur letzten Sekunde alles mit. Und ich brauche eine Zehntelsekunde, um dein Unterbewusstsein abzugreifen. Das kriegst du aber nicht mit, das bekommst du erst mit, wenn ich dich wieder wach mache. Okay? Du brauchst keine Angst zu haben. Keine Nebenwirkung. Na, du bist vollständig gesund. Na? Und du musst Priorität. Machst du das nicht, was ich dir sage, klappt das mit der Hypnose. Das Wichtigste war, dass dir gut geht dabei. Du bekommst ja nachher eine Tätowierung. Katja, heute bekommst du deine Tätowierung vom Coach und ich bin dein Hypnotiseur. Trancezustand 10%. Katja, bevor wir anfangen können mit der Hypnose, muss ich natürlich ein paar Übungen machen, damit ich weiß, welche Induktion ich dir geben muss. Eine Induktion ist die Einleitung in die Hypnose. Mach mal die Hände so, die Kipse so und die so. Schließ mal deine Augen. Hier stelle ich dir ein 10 Kilo Bleigewicht drauf und hier knüpfe ich dir einen Ballon dran. Und ab jetzt wird der Arm immer schwerer und der immer leichter. Immer leichter, der Ballon zieht deine Hand immer höher und dein Arm, wo das Gewicht drauf steht, wird immer schwerer und schwerer, ganz schwer. Der Finger nach oben und hältst die vor dein Gesicht und schaust mir in die Augen und wenn ich sage jetzt, öffnest du deine Zeigefinger. Jetzt. Und ab jetzt ziehen sich deine Finger immer mehr und immer mehr zusammen und du fängst an zu schlafen. Ganz tief und fest. Das ist eine Hypotaxie. Na, sie flattert mit den Augen, also sie ist schon
in der mittleren Note. Zeigefinger, ein bisschen mehr. So, und ab jetzt ziehen sich deine Finger zusammen und du beginnst. Lass deine Arme fallen, lass deine Arme fallen. Und du fällst tiefer und tiefer, ganz tief, ganz tief, ganz tief. Immer tiefer und tiefer. Und mit jeder Zahl, die ich sage, fällst du immer ein Stück tiefer. 5, 4, 3.